Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir einen Kubi-Vergleich. Haben wir einmal von Pyroland, Detonation, Cracklin, Beam, dann von Weko die Kubis, von Keller die Kubis und von Helios, also auch Weko die Kubis. Wollen wir mal gucken, welche da am besten abschneiden. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich würde sagen, wir starten direkt mit denen von Weko, einfach mal einer Pappschachtel neu, dieses Jahr bei Lidl, ein 9er Dings da. Wie sehen sie aus? Nehmen wir zwei mit immer. Von jedem einfach zwei mal zünden damit. Und falls ein Verkäufer dabei ist, guckt, ob die mal stabil sind oder was weiß ich. Hier auch die Dings auch aus Pappe. Geht gar nicht ab. Also, das sieht aus wie von Böller die Hülse. Naja. Komm, wir können wir alle hier rauf denken. Und viel Spaß bei dem ersten Trend. Der war echt nicht schlecht. Der war echt nicht schlecht. Der hat die Fontäne rumgehauen. Ja. Oh! Das hat keiner davor geschafft. Dann. Die Hülsen gehen irgendwie komisch ab. Den zweiten von Weko aus dem 9er Dings da. Die Angst. Ah. Da war okay. Dann Keller. Das nächste einfach. Ja, aber nur bei Kubis. Mann, ja, die sind Vierecke, ne? Wow, Plastik, Papier oben drauf. Ja, hier sind noch Pyroland von Helios und Aufwickel noch mit Plastik, sind noch aus dem letzten Jahr. Deshalb, ja. Let's go, Cubic Thunder erst. Oh, ja. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Oh! Digga, gönn dir mal diese Wolke. Geisteskrank. So. Böse geht so schlecht im Abend. Ich denke mal, ich zerreiße ihn an. Alter, die sind heftig. Let's go. Nummer 2. Wow. Die sind echt gut. 1,11 Euro die Dreier-Schachtel kann man sich eigentlich immer mitnehmen. Ja, Mann. Jetzt machen wir Detonation von Pyroland, würde ich sagen. Ja, die muss man eigentlich nicht mal hinstellen. Junge, Junge, Junge. Cracklin bin ich gespannt. Die hatte ich auch noch nie gehabt. Aber... ich würde sagen, die von Keller waren besser als von Weko, oder? Ja. Schau mal. Schauen wir mal. Let's go. Pyroland. Oh. Die sollen kranke Ausbeutung haben. Hast du kein Crackling? Ich hab auch Crackling. Ja, deswegen. Ich dachte, die haben kein Crackling. Das ging echt weit, aber echt cooles Produkt, Mann. Hatte ich noch nie. Ich auch nicht. Ja, war schon nur am Pfeilen. So. Und zweiter. Let's go. Schnell Abstand. Cool! Geil. Das ist ein geiles Produkt. Ja, Mann. Ich würde sagen, dann Thunder Cube machen wir weiter von Helios. Die Kuh ist auch ein schwarz immer. Wirklich. Nur ein bisschen Angst, dass sie durchzünden. Ja, let's go. Ist ja irgendwie so ein weit verbreitetes Gerücht. Naja. Erster von Helios. Let's go! Wow, Rauchring! Alter, geil. Das sah doch mal schön aus. Aber die anderen waren besser auf jeden Fall. Ja. Der war das schlechteste bisher, würde ich sagen. So. Nächster, zweiter von Helios. Wow. Ah, war ganz okay. Der war wirklich... der war gut. Auf der guten Seite der Kubis. Und jetzt zum Schluss. Cracklin Beam. Pyroland. Welche fandest du bisher am besten? Ich fand die Detonation eigentlich. Ja, Detonation, einfach wegen dem Crackling, das ist echt außergewöhnlich. Aber sind auch teurer. Und hier auch viel Crackling, hört man auch. Boah. Da werden wir auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter weggehen. Ich glaub, das wird fett jetzt. Aber eine Crackling. Alter, ich fand die für eine kurze Schnur. Auf dem Thunder Airbomb. Let's. Crack it, Leute! Let's go! Oh mein Gott! Die haben nicht geknallt, ne? Nee, aber... Scheiße! Das war mal eine riesige Wolke, Leute. Ding! Ich war noch aufgepufft eigentlich, ne? Ich weiß nicht, ob das so soll. Ja, mal gucken. Haben wir noch einen zweiten, um das Gegenteil zu... herauszufinden. So, und jetzt Nummer zwei. Bis jetzt mega geiles Produkt von Pyroland, ey. Beide. Guck mal, der knallt jetzt. Oh mein Gott, überall hin! Was? Geisteskrank! Was ein geiles Produkt, Leute! Ich würde sagen, es waren trotzdem die. Welche waren das? Ich glaube, die waren das. Ja,
Detonation, aber sind auch preislich teurer. Ja. Crackling Beam sonst auch. Geil mit dem Crackling. Die waren auch überraschend gut gewesen von Keller. Ja. Kann man nichts falsch machen mit Kubis, muss man immer aufpassen, aber stellt die am besten hin. Jo. Immer nicht schlecht. Ich würde sagen, damit haut rein. Bis zum nächsten Video und ciao.